Guten Morgen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem neuen Video von den Erlebnisbummlern. Ja, und das ist die Anja und der Kai. Und ja, wir sind gerade in Walbusch. Nee, Walbusch, da kriegt man denn die Hemden her. Wo sind wir denn jetzt hier? In Walbeck. Bei Walbeck sind wir. Und eigentlich wollten wir nach Holland fahren in den Nationalpark. Wie heißt der jetzt? Ich komme nie drauf. Maasduinen, da wollten wir hin und da haben wir leider keinen Stellplatz gefunden. Also da war zwar einer, aber der war geschlossen. Der war ein Campingplatz. War ein Campingplatz. Der war aber zu. Genau. Und dann wussten wir nicht so wirklich wohin und jetzt sind wir hier gelandet. Ja, sind wir wieder ein paar Kilometer zurück nach Deutschland gefahren und da gab es einen wunderbaren Stellplatz, den blenden wir auch gleich nochmal ein. Ja, und wo geht's jetzt hin? Jetzt machen wir die Räder fertig und fahren mal Richtung Therme. Das ist dann wieder in Holland, oder? Genau. Und das soll so 3 Kilometer entfernt sein. Da werden wir jetzt mal schauen. Da ist nämlich eigentlich auch ein Stellplatz. Vielleicht filmen wir den. Oder da sind wir gestern auch schon gelandet, aber konnten nicht fahren und mussten dann wieder rückwärts die ganze Straße zurück rausfahren im Dunkeln. Das war auch ein bisschen tricky. Genau. Aber wir nehmen euch mit. So, jetzt fahren wir los. Liebe Anja, wo geht's hin? Zum Thermalbad. Schön hier, ne? Ja. Wir sind jetzt in Maasduinen in den Dünen, ne? Und ja, und da fahren wir jetzt. Da fahren wir jetzt noch mit dem Fahrrad dann. Ja, hier ist es wirklich sehr schön und ist eine Fahrt wert. Und da vorne ist schon direkt ein Picknickplatz. Wir waren gerade in der Therme und es war sehr, sehr schön. Ja, die hatten einen Außenbereich, hatten sie zu, wegen Reparaturarbeiten. Aber dieses, wie hieß das Ding nochmal, mit diesen künstlichen Stromschnellen, das war sehr, sehr schön. Ja. Da konnte man sich so richtig schön treiben lassen. Und ja, war ein Whirlpool, da war noch ein Innenbereich. Und noch ein weiterer Außenbereich, es war sehr, sehr schön, eine Sauna gab es, da waren wir jetzt nicht drin. Ja, ist eine Reise wert, kann man mal hinfahren und ja, war ganz nett. Anja, entfusselst du dich wieder? Ja. Ja, so sieht der Platz aus. Die Parzellen sind ja, unterschiedlich groß. Der Preis ist zwischen 10 und 12 Euro. Man hat eine Versorgung mit Frischwasser, eine Schmutzwasserentsorgung.
Hier hinten geht es weiter mit Stellplätzen. Die muss man dann über eine andere Einfahrt befahren. Da stehen wir. Und es gibt auch Stromsäulen. Ja, und hier ist halt, sind halt Parkplätze. In der Woche ist es relativ ruhig hier. Da wir schon am Donnerstag angereist sind, können wir das so bestätigen. Am Wochenende, samstags, ist hier ein Fußballfeld, wo halt trainiert wird. Na, vielleicht könnt ihr da oben das Fußballfeld sehen. Ich glaube zwar nicht, solange ist mein Arm nicht. Aber dort wird halt der ortsansässige Fußballverein am Wochenende trainieren oder auch Spiele haben. Und ja, wir gehen jetzt gerade mit den Hunden die Morgenrunde. Und da hinten rechts erkennt ihr den Eingang vom Freibad. Da ist also ein tolles Freibad hier. Natürlich jetzt im November nicht mehr auf, außer vielleicht für Eisschwimmen, wer weiß. Und die haben auch ganz viele tolle andere Aktivitäten da, wie zum Beispiel Fußball, Golf und dann gibt es da auch so ein Feriendorf, wo man halt kleine Chalets mieten kann. Ja, wie ihr seht, ist hier die Einfahrt von dem Wohnmobilstellplatz und ja, die Anja steht da und hier vorne ist eine Infotafel, stehen einige Sachen drauf, zum Beispiel vom Freibad. Hier ist der Kassenautomat, man kann da nicht bar bezahlen, sondern nur Karte auflegen, auch einstecken der Karte ist nicht möglich. Ja, hier eine kleine Beschreibung, wo die Parzellen sind. Man muss beim Kassenautomaten an die Nummer eingeben, aber das ist sicherlich bekannt. Hier ist wahrscheinlich kann man hier eventuell bar bezahlen, wenn die aufhaben. Und ein kleiner Schaukasten, da kann man sich halt ja, Informationen raussuchen. Pizza Taxi gab es hier auch. Dann haben wir da die Entsorgungsstation. Kann man drüber fahren, einfach ablassen das Wasser, das Grauwasser. An der Kiste gibt es auch, an der gelben Kiste gibt es auch einen Toilettenausguss und ja, Wasser zum Nachspülen. Und da vorne die kleine Säule, da gibt es dann Frischwasser. Muss man Münzen reinpacken. Und ja, Müllentsorgung ist dann hier. Ja, jetzt im November ist der Platz zwar gefüllt, aber ich denke, im Sommer wird es hier ein bisschen voller sein. Auch sehr nah an der Grenze zu den Niederlanden, also man ist ganz schnell in Maasdoijen. Deshalb sind wir auch hierher gefahren, weil der Platz einfach auch so preiswert war. Die Plätze in den Niederlanden waren alle sehr teuer, beziehungsweise hatten gar nicht erst auf. Ja, und jetzt gibt es erstmal lecker Frühstück. Ja, das ist mal eine coole Idee. Hier wurde aus Fahrradrahmen und Dingern diese lustige Konstruktion gebaut. Genau, hier so diese Katzenaugen und Fahrradrahmen haben die hier so eine lustige Konstruktion gebaut, wie die Anja schon sagte. Aber ob das der Regen abhält, ob das den Regen abhält, deutsche Sprache, schwierige Sprache.